Sägen, hämmern, schleifen und Mini-Ziegelsteine nach Anleitung aufbauen. Um das zu lernen, dürfen die Kinder des Münster-Kindergartens in Ingolstadt unter Aufsicht und Anleitung geschulten Personals echte Werkzeuge zur Hand nehmen. Neben der Vermittlung von Begeisterung des Bauhandwerks hat die Initiative einen viel tieferen pädagogischen Wert als auf den ersten Blick angenommen. Die Kinder sollen lernen, dass wenn sie an der Sache dranbleiben, also einfach nochmal probieren und ein bisschen Disziplin entwickeln und sagen, da gebe ich jetzt nicht auf, dann komme ich zum Erfolg. Praktische Lernerfahrungen treten bei der Bildung und Erziehung zunehmend in den Hintergrund. Diesem Trend soll mit der Aktion Baumeister gesucht entgegengewirkt werden. Das Projekt entpuppt sich als voller Erfolg. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Zappelfilippe es gibt, ja, die stehen dann urplötzlich an der Werkbank und sägen und hämmern mit Inbrunst. Das ist unglaublich, das muss man mal wirklich gesehen haben. Ich mag so das Werkeln. Ich meine, dass es den allen anderen auch gefällt. Es macht Spaß. Bevor die kleinen Großen an die Werkzeuge durften, wurden die Erzieherinnen geschult, wie mit den Werkzeugen umzugehen ist. Und natürlich sind sie in der Pflicht, aufzupassen, dass sich niemand verletzt. Da merkt man einfach, dass Kindergarten nur lebendig wird, wenn alle mithelfen und mitmachen. Schon jetzt kann sich die Initiative Baumeister gesucht nicht mehr vor Anfragen retten. Das kann nur bedeuten, dass die Anzahl der prall gefüllten Baumeisterpakete aufgestockt werden muss oder diese Aktion noch lange, lange weitergeführt wird. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.